Hallo und willkommen zurück bei Risen 3. Und ich wollte mir jetzt hier den Bones schnappen. So, komm mal mit. Komm mit. Sicher. Wir brauchen deine Mützenqualitäten. So, zum Pier. Hier war auch schon mal mehr los. Du Ja, warst schon mal hier? Einmal. Danach hatte ich ein ganzes Jahr Inselverbot. das ist halt Pech. Wie sieht's denn eigentlich hier so aus? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Magier sind mächtig und haben sich einen beachtlichen Stützpunkt hier errichtet. Jedoch verfolgen sie die falschen Ziele. Sie haben die Gefahr nicht richtig erkannt. Und auch sie werden untergehen, wie alle anderen. Okay. So, wir wollten zu dem Piratenschiff, welches sich hier irgendwo befindet. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da am geschicktesten hinkommen. Eventuell hierhin porten und dann halt wieder durch das ganze Schattengedöns durch. Jetzt muss ich nur erstmal wieder gucken, wie wir da am geschicktesten hinkommen. Hier lang. Mal schauen. Die schwarzen Pilze haben wir ja abgegeben. Da ist nichts mehr. Wir müssen eventuell noch mal beim Jäger vorbeischauen, ob der noch eventuell irgendwas für uns hat. Ach so, und hier die ganzen. Der ganze Sumpf, den müssten wir ja auch noch abklappern, glaube ich. Habe ich aber irgendwie nicht so die große Lust drauf. Vorsicht, mein Freund, das hier ist totes Land. Ja. Offensichtlich machen die Schatten es sich hier gemütlich. Wir passen besser auf, dass sie uns nicht erwischen. Nee, hier ist, glaube ich, soweit schon alles tot. Also brauchst du ja keine Sorgen zu machen, Bones. Ich war hier schon mal. Ist natürlich hier wieder das Problem, wie ich zu dem blöden Schiff komme. Und natürlich, wo das Tor sein könnte, das bräuchten wir ja auch. Weil das hatten wir ja auch nirgendwo gefunden. Kann ich hier hoch? Ich würde nämlich eigentlich gerne wissen, was da oben ist. Obwohl, da kommen wir auch so irgendwie hin. Müsste mir sonst mal irgendwo eine Karte raussuchen, wo denn hier irgendwie so ein Kristallportal halt wäre. Weil sonst suche ich mich hier dumm und dusselig. Sieh dir das an. Ein Geisterschiff. Ja. Einerseits habe ich Angst, dass unsere Seelen verloren sind, wenn wir es betreten. Andererseits könnte ich mir vorstellen, da zu wohnen. Ja, wir gehen mal gucken. Zum Geisterschiff. So, hallo, jemand an Bord? Irgendwie, irgendwas, irgendwer? Gucken erstmal hier auf dem Schiff selber. Hallo. Oh, verdammt nochmal! Wer wagt es, meinen Seelensplitter zu berühren? Was liegt der auch hier Ups. rum? Ich schätze, das war dann wohl ich. Elender. Ich bin Inquisitor Mendoza und du hast das Verbrechen deines Lebens begangen. Ich sollte dich auf der Stelle in tausend Stücke zerreißen. Du solltest in siedendem Öl baden und dein Fleisch soll dir vom Leib Och. faulen. Okay, ich habe es Der ist kapiert. nett. Du bist echt sauer. Verflucht seist du stinkender Haufen von einem. Schon gut, ich wollte dich nicht verärgern. Dafür ist es nun zu spät.
Du kennst die Bedeutung des Wortes Leiden noch nicht. Aber bald schon wird sich das ändern. Unsinn. Du kannst mir nichts anhaben. Du bist nur ein Geist und dieser Seelensplitter hier scheint dir unheimlich wichtig zu sein. Treib es nicht so weit, Bursche. Auch wenn ich ein Geist bin, meine Kampfkraft habe ich selbst im Schattenreich nicht verloren. Wäre es dir lieber, wenn ich deinen Seelensplitter ins Meer werfe? Nein! Untersteh dich, du! Na was? Zur Hölle mit dir! Naja, okay. Nee, Lakaien nicht. Okay, Okay, wie kommen wir wieder heraus aus diesem Dilemma? Ich will nicht getötet werden und du willst nicht, dass ich irgendwas mit deinem Seelensplitter anstelle. Also, was willst du von mir? Wenn du so stark bist, dann kämpfe mit mir an meiner Seite gegen das Schattenreich. Ha! Du willst es mit den Schergen und Kreaturen der Unterwelt aufnehmen? Nur zu, es wird mir ein Vergnügen sein, mit anzusehen, wie sie dich fertig machen werden. Wo ist dein Schiff, du großer Held? Mein Schiff? Mein Schiff? Bei deinem Vorhaben wirst du eine ganze Armee und eine Flotte von Schiffen brauchen. Zeig mir doch erstmal eins davon. Meine Schaluppe liegt im Süden vor Anker. Schaluppe? Du wirst dir erstmal ein ordentliches Schiff besorgen, Bursche. Ja, können wir das hier nicht erst nehmen? Wenn du mit einem großen Schiff gegen das Schattenreich in See stichst, werde ich an Bord sein. Das ist dein Wort. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Wir werden sehen. Ja, fahr zur Hölle. Wieso können wir nicht das hier einfach mitholen? Weil das ist doch... Gehört doch eh keinem. Also... Keinem Lebendigen. Hättest du uns ja hier überlassen können. Oder halt irgendwie sagen können, ja, hier tritt gegen mich an und sonst irgendwie bla bla. Ups. Halt ein Buch, aber... Nichts, was wir lesen können. Hier liegt auch jede Menge Zeugs einfach hier offen rum. Das Bett könnten wir nutzen. Toll. Yes. Gehört doch niemandem. Wieso können wir das hier einfach nicht nehmen? Das ist ja doof. Deswegen die ganzen anderen Leute hierhin transferieren und dann... auf hier in See stechen und so. Hätte doch was. Kommen wir da oben hin? Da ist aber auch nur Feuer, was da brennt. Nee. Na gut, dann würde ich sagen... Ja, Crew ist hier irgendwie nicht. Finde einen Schaman. Ja, dann geht's zurück zu unserem kleinen Bötchen und wir stechen in See, fahren nach Antigua und geben mal hier mit Horas warte mal. Wir können hier erstmal mit Edward hier noch den Seelenstaub eintauschen. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Mhm. Aber jetzt habe ich nichts mehr, alles klar. Muss ich nochmal irgendwann Bubu machen und mehr Seelenstaub suchen. Ich weiß nicht, ob man dafür zwingend Edward braucht. Wir nehmen einfach erstmal Bones mit, komm mal mit. Komm mit, ja. Zum Hafen. Und suchen hier unseren Wächter Knilch. Der steht ja hier. Ansonsten muss ich nochmal zurückporten und Horas mitholen. Schon mal etwas von Bergkristallen gehört? Natürlich. Wegen magischer Kristalle bin ich ja hier. Bergkristall ist eine ganz besondere Form. Ich fand drei von ihnen hier in der Nähe eines Gewässers. Mhm. Gib mir deine gefundenen Bergkristalle. Warum sollte ich das tun? Meister Faruko schickt mich. Er braucht die Kristalle dringend. Oh, du kennst Meister Faruko.
Dann will ich sie dir geben. Beeil dich aber mit der Übergabe. Faruko wartet schon sehr lange darauf. Mhm. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten. Das ist wahr. Jedoch... Nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und 3 dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Okay, warum gerade 3? Warum gerade 3 Kristalle? Und nicht 4? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. 3 davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Okay, also hast du nur nach 3 gesucht und als du die 3 gefunden hattest, hast du dann fertig, ne? Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Mhm. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Wo genau? Aber ich sicherlich... Wo genau willst du denn eigentlich den hast du ja schon genug alle ich gefunden. Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Doch, doch. Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Hast du keine Angst vor den Piraten? Unsinn. Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der Hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Oh Gott. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön, wenn du meinst. Nein! Hier hast du deine 3 magischen Kristalle. Ja, super! Oh, das ist ja... Danke. Wie hast du das gemacht? Das willst du doch gar nicht wissen, oder? Ich bin trotzdem froh, dass ich bei meiner Mission hier in Antigua einen weiteren großen Erfolg verbuchen konnte. Das ist ja die Hauptsache. Hier hast du den Lohn für deine Mühen. Ah ja. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Danke. So, was wirst du jetzt machen? Was wirst du nun tun? Ich bleibe erstmal hier und versuche den Piraten beim Wiederaufbau ihrer Hafenstadt zu helfen. Okay, mein dann mach Gefühl mal. Sagt mir, dass diese Insel noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen wird. Viel Erfolg auf deiner Reise, mein Freund. Jo. So, was konntest du noch beibringen? Du konntest doch auch irgendwie... Was willst du wissen? 4... Hiebwaffen... Hiebwaffen ist eigentlich nicht... bräuchte... irgendwas anderes. Silberzunge für 500 Gold. Mal probieren wir mal. Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Ja. Zeig mir deinen Kram. Ja, sicher. Hier. Wir haben ja eigentlich genug Kram dabei. Wir könnten ja mal hier ein bisschen verkaufen. Ach, Alarm. Die Schatten klingen definitiv. Böp, böp, böp. Ja, die können wir eigentlich auch alle weg. Offiziersdegen. Schwert 45. Ja, kann auch weg. Das Ding. Stichwaffe. Ja, wir könnten es halt natürlich bauen. Und dann gucken, ob man es verkaufen kann. Stichwaffe. Stoßklinge. Ja, die kann weg. Das Magierflorett behalten wir mal. Weil das könnten wir hier definitiv irgendwie bauen. So, was haben wir hier? Ohrringe, Alchemie, Astralsicht. Weiß ich nicht, ob ich das jemals irgendwie anwende. Schlösser knacken.
Anstatt Silberzunge, bisher kommen wir damit ganz gut zurecht. Das haben wir angelegt. Also hier bei den Sachen, die lassen wir einfach mal drin, damit wir auch irgendwie was zum Wechseln haben. Proviant, nein. Dort lassen wir auch mal die ganzen Tränke, die ganzen lustigen Blümchen. Hier Schattenwaffen können weg. Ach Gott, die 130 Muscheln müssen wir ja noch aufmachen. Um Gottes Willen. Schatulle kann weg, das kann weg, sowas kann weg. Machen wir mal hier eine Krone, wo haben wir die denn her? So, den ganzen Blödsinn lassen wir. Knochen lassen wir auch. Voodoo-Ritual. Magische Gegenstände. Ohr, Spinnenbein. Kapitaler Hauer bringt gutes Gold, okay. Voodoo-Krallen können weg. Voodoo-Ritual. Weiß ich nicht, da steht nichts dabei. Tatze, Horn, Tränke, Voodoo. Das Herz eines Golems lassen wir mal. Lassen wir auch mal. Das kann aber weg. Da steht halt auch nichts dabei. Wäre halt immer schön, wenn da dabei steht, ob man es halt verkaufen soll oder nicht. Wie halt hier bei den Fällen, gibt gutes Geld dafür. Da kann man halt sagen, jo, kann man verkaufen. Kann weg. Krakelige Gnomennotizen, also das sind die ganzen Notizbücher, Rezepte, Baupläne. Ja, komm, da können wir mal. Behalten wir mal 2. Oder 3. Den Dietrich. Gut gehaltener Schädel. Weiß ich halt auch nicht. Gabel, Krug brauchen wir nicht. Löffel kann auch weg. Schreibfeder behalten wir. Meißel behalten wir. Ein Besen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir sowas brauchen. Fernrohr kann eins weg. Eine Goldpfanne kann auch eins weg. Handel akzeptieren und tschüss. So, dann haben wir ein bisschen im Inventar aufgeräumt, auch wenn ich damit noch nicht so ganz zufrieden bin. Also einige Sachen könnten dann tatsächlich eher, ja, besser benannt werden einfach. An Bord. Steuer in Seestechen, halt, damit man auch weiß, wozu das gut ist. Kalador. So, der Cisco, der steht doch. Komm mit. Klar. In der Kneipe, glaube ich. Oder halt in der Taverne. Da haben wir den doch gesehen, oder? Der lief ja sonst die ganze Zeit hier rum, aber hier. Ach so, hier hätte ich noch gar nicht so viele Teleporter aktiviert, weil ich ja nicht wusste, wie schnell oder wie gut man hier irgendwelche Steine findet. Müssen wir dann auch nochmal alles halt abgehen und die Teleporter suchen. Weil Steine müssten wir eigentlich genug haben und auch schnell genug finden, um halt tatsächlich hier Teleporter zu aktivieren. So, weil ich weiß nämlich jetzt sonst nicht, wo der sein könnte. Du, da nicht. Ist er hier drin? Nee. Jona? Kann man mit dir? Und? Noch ein bisschen reden? Beruhigt. Ja, etwas. Ich muss erstmal diese Nacht verarbeiten. Vielleicht sollte ich Kalador mit dem nächsten Schiff verlassen. Dieser Flecken Erde hat einfach zu viel Verderben gesehen. Mhm. Ja. Kannst du ja gerne machen.
So. Okay. Ich suche jetzt. Ach, da hinten steht er. Da. Schon Bergkristalle gefunden? Ja, aber woher weißt du davon? Faruko hat mich geschickt, sie abzuholen. Das trifft sich gut. Ich komme die nächste Zeit eh nicht nach Taranis. Ich habe 5 davon am Flussdelta im Westen gefunden. Mhm. Hier, nimm sie. Alles klar, gut. Der will da nicht noch irgendwas von mir. Gut, ja, dann würde ich sagen, den habe ich dann auch abgefrühstückt. Und ja, dann mache ich mal Schluss, porte mich wieder aufs Schiffchen. Und dann zockeln wir nach Kila, würde ich sagen. Also bis zum nächsten Mal.